Meine Erfahrung war, dass es eigentlich, nachdem es einmal stand, ja, das war, hing je nach Persönlichkeit des Besuchers, hing es davon ab. Es war auf jeden Fall eine starke Reaktion da. Natürlich war dann immer die Frage da, was ist da dran Kunst? Und sozusagen die Leute waren eigentlich sehr stark eingebunden in das Kunstwerk. Und das, glaube ich, hat sie sehr angesprochen. Sie haben dann viele Fragen gestellt und es war auch ein Ort, dadurch, dass man, wenn man Wasser zur Verfügung hat an einem Ort, wird es gleich immer ein Ort zum Verweilen, der zum Verweilen einlädt. Und das hat sich im Verlauf der Emscher Kunst immer mehr so entwickelt, dass da immer mehr Leute stehen geblieben sind und wirklich das zum Ort wurde. Und das war das Schöne daran. Auch zur Ausstellung 2013 wird das Installationsprojekt Between the Waters wieder zu sehen sein. Darüber hinaus sind viele andere spannende Orte neu zu entdecken. Verlassene und vergessene Orte, die dem Besucher viel zu erzählen haben über ihre bewegte Vergangenheit und die Chancen einer Region im Wandel. Natürlich zwischen den Kunstwerken so viel zu sehen. Das sieht man hier im Duisburger Landschaftspark. Das ist ein Beispiel, aber es gibt natürlich auch noch viel, sagen wir mal, laufende Industrie, die man nur von weitem sehen kann, aber die einen doch neugierig macht. Also es gibt auch so ein gigantisches Niemandsland dazwischen drin, das es zu entdecken gibt. Also es gibt einfach wahnsinnig viel zu entdecken und die Kunstwerke sind eben wie so Leuchttürme zwischendrin, die einen dann von einem zum anderen führen, aber wo zwischendrin eigentlich vielleicht viel spannendere Sachen passieren.